Hallo liebe Martina, ich komme jetzt endlich mal dazu, deine Fragen zu beantworten. Ich lese mal die erste Frage vor. Im Moment durchleben wir alle ja gerade die Corona-Pandemie, was für viele in der Film- und Medienbranche und auch für Kleinunternehmen das ausbedeuten kann. Wie gehst du mit der momentanen Situation um? Ja, es ist eine schreckliche Pandemie, die wir, glaube ich, alle zum ersten Mal erleben. Es ist eine fürchterliche Zeit. Leider sind viele Menschen gestorben. Wir müssen uns in jeglicher Form einschränken, damit wir diese Pandemie gut überstehen. Ich finde es vor allem schlimm für Familien, die Kinder, die nicht zur Schule gehen können oder in den Kindergarten. Für uns Berufstätige, die nicht arbeiten können. Teilweise haben Leute ihre Existenz verloren, was ich ganz schrecklich finde. Aber was sollen wir machen? Wir müssen versuchen, positiv zu bleiben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Pandemie überstehen werden und dass es uns hoffentlich bald wieder alle gut geht und dass wir uns wieder in die Arme schließen können und wieder Freunde treffen können. Mir persönlich geht es ganz gut. Ich hatte großes Glück. Ich durfte arbeiten, habe für die Serie Schloss Einstein gedreht, das auf Kika läuft. Ich konnte jetzt mit dem Theater nicht auftreten, das war ja nicht möglich. Und bin WW-Botschafterin geworden, also Weight Watcher-Botschafterin geworden. Und bin dafür sehr, sehr dankbar, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man in dieser Zeit Jobs bekommt und arbeiten darf. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar. Und ich hoffe, nee, ich bin fest davon überzeugt, dass es bald uns allen wieder gut geht und ja, dass wir da gut durchkommen. Die zweite Frage. Machst du schon Pläne, wie es danach weitergeht? Gibt es schon konkrete Projekte? Ja, auf jeden Fall wird es weitergehen mit der Kinderserie Schloss Einstein. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und ich habe in der Zeit des Lockdowns ganz viel gemalt. Und da möchte ich irgendwann, wenn es wieder möglich ist, eine Ausstellung machen. Ich habe ein bisschen da gezeichnet, da sieht man ein paar Sachen. Und dann würde ich den Erlös gerne an einen guten Zweck stiften. Und unter anderem habe ich an meiner Atinka Mode- und Schmuckkollektion gearbeitet. Da habe ich auch die Zeit genutzt und hatte da auch wieder großes Glück, dass ich einen Verkaufssender gefunden habe, der die Designs mit mir ausgearbeitet hat. Und ja, daneben kommt dann die große Premiere von Atinka Schmuck- und Fashion-Kollektion. Ja, die nächste Frage ist: Du bist ja eine begnadete Sängerin. Hast du dahingehend auch Pläne gemacht? Vielleicht kommt ja ein Album von dir raus. Also, ich Sängerin? Also ich singe gerne, aber ich kann überhaupt nicht so gut singen. Ich liebe singen, aber das ist eine absolute Fehlinformation. Ich singe nicht und bei mir kommt auch kein Album raus oder sonst irgendwas. Vielleicht im nächsten Leben, das wünsche ich mir, dass ich eine begnadete Sängerin werde. Ich singe gern, aber besser nur für mich. Die nächste Frage. Was ist denn deine Lieblingsmusik? Ich liebe Musik, weil Musik ist für mich immer so ein Stimmungsaufheller. Wenn ich mal so ein bisschen nicht so gut drauf bin, mache ich immer Musik an und ich tanze dann so rum. Musik ist gehört zu meinem Leben dazu. Ich liebe Reggae, Klassik, Funk and Soul, also eigentlich querbeet. Was ich nicht mag, ist Heavy Metal. Das ist 0,0 mein Ding. Genau, die nächste Frage. Als Multitalent hast du ja auch ein Modelabel, eine Schmuckkollektion. Kannst du daran auch jetzt im Lockdown arbeiten? Genau, wie ich eben schon gesagt habe, ich habe im Lockdown an meinem Modelabel Atinka gearbeitet und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte ein tolles Team an meiner Seite und wir haben sehr, sehr schöne Sachen entworfen, die demnächst rauskommen. Und da bin ich sehr gespannt, wie es ankommt. Also ich finde die cool. Die Ohrringe gehören auch schon zu meiner Kollektion. Und darauf freue ich mich sehr. Da habe ich halt die Zeit genutzt, um an der Kollektion zu arbeiten. Genau, du unterstützt die Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus. Wie waren deine Erfahrungen mit Rassismus? Ja, wie vielleicht viele wissen, bin ich in Deutschland geboren, ganz genau in Bonn. Und meine Wurzeln stammen aus Ghana. Und leider natürlich hatte ich das Thema Rassismus, zieht sich leider auch durch mein Leben. Und das ist sehr, sehr traurig, dass man immer wieder aufgrund seiner Äußerlichkeiten oder seines Äußeren oder seiner Herkunft schlechter behandelt wird. Und ich meine, wenn wir jetzt Corona sehen, sehen wir, wie gleich wir alle sind, dass wir im Grunde genommen alle gleich sind, egal wo jemand herkommt. Ich mag vielleicht Menschen nur nicht durch ihre Persönlichkeit, aber nie aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Äußeren. Das interessiert mich überhaupt nicht. Wenn jemand nicht nett ist, dann ist er eben nicht nett. Interessiert mich auch nicht, woher er kommt. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo einfach nur der Mensch zählt. Ist doch egal, wo jemand herkommt.
und dass wir uns gegenseitig wirklich respektieren und vor allem, dass wir voneinander lernen können. Ich habe so viel von anderen Kulturen gelernt. Es ist ja schlimm, dass man von vornherein jemand ausschließt, weil er aus XY kommt. Man muss jemandem eine Chance geben. Wenn er nicht nett ist, ist er nicht nett. Punkt. Aber sich gegenseitig kennenzulernen, das ist doch das Mindeste. Und ich hoffe, dass wir dieses Thema irgendwann nicht mehr besprechen müssen, dass es überhaupt kein Thema sein muss. Und das wäre mein großer Wunsch. Welche Rolle würdest du als Schauspielerin wünschen? Was würdest du gerne spielen? Natürlich Hauptrollen, nur Hauptrollen. Ja, irgendwie eine Kommissarin finde ich cool, eine Ärztin. Ich würde gerne eine Ärzteserie haben, das finde ich immer ganz cool. Davon habe ich schon immer geträumt. Oder eine Rechtsanwältin, alles, was so ein bisschen Power hat und Spaß macht. Oder aber auch ein Abenteuerfilm oder in Western. Also ja, alles einfach. Ich freue mich über alles, was möglich ist und was ich spielen darf. Und ja, darauf freue ich mich. Ja, das war es eigentlich schon mit den Fragen. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt vor allen Dingen gesund, bleibt positiv. Das kriegen wir alle schon hin. Alles Liebe, eure Liz.